Okay, gucken wir uns hier mal an. Es gibt goldene Schafe oder sowas. Hammel, Widder, irgendwas. Flache Wasserbä. Hey, euch habe ich ja lange nicht gesehen. Trennen wir meine Armbrust von ihrem Laser und wählen wir die Ambo auf Explosiv. So. Diesmal habe ich meine Fernbedienung in Griffbereitschaft, weil wieder mal der Bildschirm ausgehen möchte. Oh, super. Aber diesmal habe ich es rechtzeitig ablocken können. So, in den flachen Wasserbecken ist auf dieser Seite zumindest nichts. Da ist nichts und hier ist Lara, nicht laufen und gucken. Ja, da ist Lara, da hast du recht. Gut, dann bleibt mir ja nur noch ein Loch übrig. Ja, wo auch wieder Wasser ist. Also muss ich mich gar nicht vorsichtig reinhangeln, ich falle einfach rein. Richtig. Ich steck vorher noch die Waffen weg. Vielleicht hätte ich vorher speichern sollen. Also rechts kann man eine Tür aufmachen. Die könntest du aufmachen. Ich habe da vorgehangen und Lara hat nichts getan. Ich habe da so halbwegs seitlich vorgehangen. Ich probiere es gerade aus allen Winkeln. Jetzt tut sie's. Ich schwimme noch mal zurück und hole Luft. Klingt nach einem guten Plan. Ich bin auch ziemlich tot. Fangen wir mit rechts also an. Richtig. Und ich speichere mal, dass ich Luft habe und Sekunde, volles. Lara muss noch die volle Luft aufladen. Okay. Dann wieder weiter. Nicht am Dann Pixel hängen, schwimmen wir durch die. Lara. Och, Lara! Ganz ehrlich, Lara, du hängst mit dem Kopf sowas von über Wasser! Ah. Hätten auch hier Luft holen können. Aber schön. Hä? Ich weiß nicht, was da für Geräusche von sich gibt, aber. Was bist du denn? Bin mir nicht sicher, ob ich dann jetzt aus diesem Becken raus will. Es blutet, so viel ist schon mal gut. Ich muss nichts Bestimmtes treffen. Also, wenn es. Es blutet, wenn es nicht gerade Feuerbälle wirft. Und es stirbt auch, also insofern. Ganz gutes Tier. Was haben wir Ja, hier? stimmt, es stirbt auch. Über dem Welche ist Treppe bist du hochgelaufen? noch gar keine. Ich bin noch unten im Raum. Ach so, gut. Ich würde sagen, wir fangen wieder mit rechts an. Wir halten uns jetzt an unser Muster. Okay, dann halten wir uns an unser Muster. Ich musste gerade gucken, welche Treppe rechts ist. Die mit dem Ladebildschirm. Richtig, die mit dem Ladebildschirm. Aber vielleicht haben alle Treppen Ladebildschirme. Die mit der Sequenz. Wir sind in dem Palast der Kleopatra. Drehen wir doch mal um und gucken uns lieber erst die anderen Treppen an. Hier ist es so schön grün, hier wachsen bestimmt giftige Pflanzen. Ich gehe trotzdem erst die anderen Treppen angucken. Richtig. Tempel der Kleopatra ist zu richtig. Und hey, ich bin's diesmal nicht schuld. Okay, jetzt nehmen wir die, die gerade ausführt. Oh, unser Flatterviech ist wieder da. Okay, dann töte ich erst das Flatterviech. Das ist Ups. ein bisschen weitläufiger als das, was ist los. Da hatte ich jetzt aber echt Glück. Warum? In dem Moment, wo das auf mich schießt. Ach, Scheibenkleister, das kann einen vergiften.
Also meins fliegt mit Vorliebe gerade gegen eine Wand. Also meins hat mich erstmal mit so einem Gift, Feuer, sonst was Pfeil angegriffen. Ja. In dem Moment, als ich ins Wasser fiel. Oh. Nein, das war ganz gut da. Ach, Miss Croft. Ja, es scheint hier deutlich noch mehr zu geben, als wir gedacht haben. Hi, Lisket. Also wollten wir jetzt die Geradeaustür gehen? Ja. Vorsicht vor dem Skelette. Und ich hab doch nur noch 2 Gedönspfeile. Ich hab jetzt, nachdem ich es getötet habe, noch 3. Nein, da fallen wir jetzt noch nicht runter. Das sieht eklig aus. Wenigstens wackelt mein Bildschirm nicht mehr. Also das sieht aus, als müssten wir hier irgendwann mal wieder was einsetzen. Pistolen. Gut, Lara, was passiert denn, wenn wir da zum ekligen Zeug hingehen? Richtig, das sieht eklig aus. Die sehen in beiden Richtungen eklig aus. Lara, schneller, 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 schneller! Ich korrigiere, in alle 3 Richtungen sieht es eklig aus. Das laden wir neu, Lara, weil ich brenne. Was hast du denn gemacht? Bist du ins Eklige runtergerutscht? Ich bin ins Eklige runtergerutscht, dann beginnt, das ist brennbare Flüssigkeit und langsam beginnen von den Seiten Feuerbälle runterzuwandern. Ach, weißt du was? Bist du rechts, links oder geradeaus runtergerutscht? Wenn ich das so genau wüsste. Zumindest habe ich jetzt was rausgebrochen. Und jetzt ist alles auch noch voller Skarabäen, das wird immer besser. Jetzt brenne ich wieder. Jetzt kann ich dir gleich sagen, wo ich runtergerutscht bin. Naja, ich sehe verschiedenste... Also meine Flüssigkeit brennt. Also ich bin von da, wo wir reingekommen sind, auf der rechten Seite runtergerutscht. Wo hast du es gemacht? Ich glaube links. Dann probiere ich mal links, weil rechts gefiel mir nicht. Ja, links gefällt dir auch nicht. Da kann ich 1 Skarabäus oder so aus der Wand brechen. Ja. Einen zweiten kann ich rausbrechen. Buh, das war knapp. Aber ich weiß noch nicht, wie ich wieder zurückkommen soll. Ich habe jetzt hier unten aus Versehen mal gespeichert. Also ich hoffe sehr, dass es einen Weg zurück gibt. Ansonsten ist mein letzter Speicherpunkt irgendwo in der verschwundenen Bibliothek, leider. Oh! So, ich brenne mich jetzt mal zu... Nein, ich brenne mich nicht zu Tode. Nein, 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 nicht speichern, Mädchen. Laden. So, Lara, jetzt müssen wir nur noch einen Weg hier rausfinden. Sonst war's das mit deinen Abenteuern. Also bislang stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch, wie ich hier wieder rauskommen soll. Bestimmt mit einem ganz gewagten Sprung. Ja, der Sprung, die Frage ist, der Sprung wohin? Über das brennende Flüssigkeitsgedöns. Ja, aber da bin ich doch runtergerutscht. Da komme ich doch nicht wieder hoch.
Ich könnte hier jetzt auf ewig und 3 Tage so hin und her springen. Lara, ist es das, was wir wollen? Ich glaube nicht. So, ich breche jetzt nochmal die Skarabäen aus der Wand, nachdem ich jetzt gerade außerdem ins Feuer gefallen bin. Wo bin ich denn jetzt hier runter? Hier ist eine Treppe. Ich würde dich gerne sagen, ich muss nur irgendwann hier wieder rauskommen, weil wie gesagt, ich habe überspeichert. Ich komme nicht ansonsten wieder hier raus. Ich glaube, du hast heute keine Lust drauf zu warten, bis ich wieder aus der Bibliothek raus bin. Ungern. Eben. Also, ich habe die Geradeauspassage überlebt. Ja, ich stecke in der linken fest. Warte. Also, ich glaube, du musst. Du rutschst hier zwar einmal runter, Ja. aber sobald du die Sachen rausgebrochen hast, Ja. Trotzdem wird das ein sehr gewagter Sprung wieder dahin zurück. aber ich glaube, es ist machbar. Also bei mir ist sie jetzt erstmal wieder gegen die Decke darüber geprallt und dann ins Feuer. Jeden Tag was Neues. Ja, wenn es was Neues wäre, wäre es ja irgendwann noch lustig. Aber was Frau Kraft macht, ist ja leider nie was Neues. So. Ach, jetzt ist das eine Treppe. Kein. Richtig. Warum auch immer. Wäre ja sonst viel zu cool. So. Die Skarabäen kann man in der Pyramide einsetzen. Super. Wahrscheinlich nur an bestimmten Stellen jeweils ein. Du hast jetzt die Geradeauspassage nochmal genommen, sagst du? Ja, ich habe die Geradeauspassage und die links. Gut, dann probiere ich jetzt nochmal die geradeaus. Also bei der links bin ich jetzt gerade gestorben und muss nochmal neu laden. Lara, mach schneller, Lara, mach schneller, Lara, mach schneller. Das war knapp. Mal wieder. Ah, Miss Croft, das hast du gut gemacht. Gibt's bei der geradeaus nur eine Ja. Skarabäensache? Ja. Gut. Speichern wir doch mal, dass wir diese Skarabäensache haben und versuchen wir wieder nach oben zu kommen. Ja. Nein, das war eindeutig nicht der Sprung, den Lara haben wollte. Mit vorangestreckten Armen ins Feuer ist auch schön. Ja, tatsächlich. Nicht so ganz im Sinne des Erfinders. Mit Bauchklatscher ins Feuer auch gut. Ja, kann so gut. Jetzt rutscht sie ins Feuer rein, auch schön. Was habe ich gesagt? Links und Geradeaus hast du gesagt, hättest du. Ah, wie komme ich denn hier wieder raus? ach, es gibt bestimmt eine ganz einfache Methode zu testen, wo ich überall herkam. Indem ich mir angucke, wo ich noch keine Treppen habe. Lara, ich komme aus dem Geradeausteil nicht wieder raus. Sagen wir es mal so, da habe ich auch gut gebrannt. Gut, jetzt habe ich auch das Problem, Moment, ich könnte ewig hin und her springen.
Jetzt bin ich fast in dem Gang gelandet, dann hat sich Lara an der Decke darüber den Kopf angeschlagen und... Das gute alte Spiel. Miss Croft. Okay, jetzt bin ich endlich... Ich will den dritten gar nicht holen. Nur weil das Skarabäen sind. Und weil ich nicht weiß, wie ich dann wieder rauskomme. No. Aber ja, hauptsächlich nur deshalb, weil das Skarabäen sind. Lara, ich weiß nicht so ganz, was dein Problem ist. Wir haben doch noch einen zerbrochenen Käfer. Deshalb kannst du den nicht einsetzen. Gut. Gut, dann begehe ich mich auch mal wieder in den Skarabäengang, wo ich schon mal draufgegangen bin. Also auch nur zweimal. Vor allem gucke ich mich jetzt hier erst einmal um, ob ich tatsächlich nur diesen einen Käfer hier habe. Ja, scheinbar. So. Speichern wir, dass wir hier unten sind und nicht tot. Aber auf einem anderen Speicherpunkt? Nö. Ich vertraue darauf, dass das die gleiche Logik ist wie immer. Dass ich gleich, wenn ich den habe, mit einem gewaherzten Sprung, der diesmal allerdings schnell gehen muss, nicht die Ecke zu kurz nehme, dadurch aus Versehen auf die Schräge gerate und ins Feuer rutsche. Was sehr einfach geht. Wenigstens sterben die Viecher dann auch. Ja, aber das ist auch nicht im Sinne von Frau Croft. Frau Croft, warum haben Sie den Sprung jetzt 90 Grad entgegen Ihrer Richtung gemacht? Ich springe ab und Frau Croft dreht sich um 90 Grad und springt in die Richtung. Was ich natürlich auch sehr toll finde an dieser Stelle hier gerade... Frau Croft! An dieser Stelle hier gerade wollte ich sagen, ist, dass in dem Moment, wo man den Skarabäus nimmt, die Skarabäen einen Schlag... Die Skarabäen loskrabbeln. Und einen sofort verletzen. Die Skarabäen können übers Feuer krabbeln. Echt? Und die Treppe rauf. Ich bin tot. Weil die Skarabäen mich verfolgt haben, erbarmungslos. Liebe Programmierer, was habt ihr geraucht? Jede Menge blödes Zeug. Hm? Aber hey, wenigstens verfolgen sie dich nicht hier oben durch die Treppe komplett hoch. Ich weiß es nicht, ich bin ja nicht bis ganz oben gekommen. Sie haben mich auf der letzten Treppenstufe erwischt. Jetzt ist Lara wieder 90 Grad entgegengesetzt gesprungen, ins Feuer rein. No. Sag mal, Lara, was ist bei dir kaputt gegangen? Warum? Was hat sie jetzt schon wieder? Ich habe unten definitiv diesen blöden zerbrochenen Käfer mitgenommen. Ja, das Problem ist, die anderen sind schwarze Skarabäen oder sowas. Und der ist zerbrochen. Richtig. Aber ich habe in einem anderen Gang auch schon einen blöden zerbrochenen Käfer mitgenommen. Ich habe hier nur einen blöden zerbrochenen Käfer im Menü. Stimmt. Boah, Lara, beeil dich, die sind immer noch hinter dir. Gut, jetzt haben wir zwei zerbrochene Käfer, ist doch auch schön. Ja, zwei zerbrochene Käfer, die im Prinzip nur ein zerbrochener Käfer sind. Nein, ich will nicht laden, ich will speichern.
Na gut, hoffen wir, dass wir irgendwo ein Käfer-Reparaturset finden. Ja, oder ein Käfer-Reparatur-Service. Eine Treppe haben wir noch. Vor allem haben wir auf dem Weg dahin erst nochmal so ein Vogelfluffelfogelöl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 lö
Ja, mir war schon halbwegs klar, was für eine Fackel du meinst. So, ich muss hier mich jetzt hier ausrichten, während die Skarabäen mich quasi zerfleischen. Ja, ich sollte tatsächlich von Schräge zu Schräge springen. Ich hoffe sehr, dass die Skarabäen mir hier nicht folgen können. Nee, das ist kein Totem. Was ist denn das jetzt schon wieder? Ja, möchtest du es mitnehmen? Also ich habe einen Aufziehschlüssel. Ein Aufziehschlüssel. Ja. Und jetzt habe ich die Tür auch wieder Haha, aufgekriegt. guck's dir an. Ich glaube, ich habe den Aufziehschlüssel auch. Dann bist du deutlich besser mit der Sprungpassage zurechtgekommen als ich. Nein. Ich meine, ich habe ja nur drei kleine Medipacks verbraucht. Ja, ich ein kleines und ein großes. Also kommt es aufs Gleiche hinaus. Wenigstens bleiben die Skarabäen diesmal unten. Ich steuere den nächsten Ladebildschirm an, weil meine Leiste blinkt wie bekloppt. Hätte ich gewusst, dass diese blöden Skarabäen unten bleiben, hätte ich mir das kleine Medipack jetzt gerade geschenkt. Nein, Skelett, auch wenn du jetzt hier bist, ich werde mich jetzt nicht um dich kümmern. Ich gehe zum Ba Ladebildschirm. Wo gehst du hin? Zum nächsten Ladebildschirm, also den zu Kleopatras Tempel. Okay. Damit ich wieder ein bisschen Energie kriege. Oh, ich möchte mal eben was ausprobieren. Was möchtest du ausprobieren? Eigentlich hatte ich ausprobieren wollen, was passiert, wenn ich dem Skelett sage, ich schieße es überm Wasser ab. Aber es ist nicht so übers Wasser gesprungen, wie ich wollte. Ich schieß meins jetzt ins Wasser rein. Ist weg. So, jetzt setze ich noch Käfer in die Pyramide. Hoffentlich schwer. Komm, 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 komm. Also einen habe ich schon mal wieder. Die Pyramide war geradeaus, oder? Ja. Und der letzte Käfer fehlt uns noch. Zumindest habe ich jetzt nur noch zerbrochene Käfer. Ja, kann ich die zerbrochenen Käfer vielleicht mit der Brille kombinieren? Nö, no. Okay. Ich dachte, zerbrochene Sachen gehören zusammen. In den Müll. No. Weißt du, was viel schlimmer ist? Wir haben jetzt mindestens drei zerbrochene Käfer und wir können die nicht kombinieren. Richtig. Dementsprechend würde ich sagen, stellen wir uns vor die Pyramide und sagen wir, nächstes Mal sind wir die Jäger des verlorenen Käfers. Ja. Machen wir das so. Okay, dann speichern wir hier und sagen dann, nächstes Mal gucken wir uns an, wo dieser Käfer sein könnte, der noch fehlt. Wahrscheinlich bei Kleopatra oder hinter einer anderen Tür. Wer weiß das schon so genau? Na, ich vermute mal bei Kleopatra. Also vielleicht sollten wir bei Kleopatra suchen. Ich finde, das könnten wir nächstes Mal durchaus tun. Okay. Dementsprechend. Dann suchen wir das nächste Mal in den Nichtspielladen. Spiel nochmal speichern. Ja. Dann suchen wir das nächste Mal im Isis-Tempel von Pharos oder im Kleopatra-Tempel nach dem letzten Käfer. Uhuhu. Bis dahin. Tschüss und bye bye. Ciao.